Hallo liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier beim Kanal Whisky Evening. Mein Name ist André und ich bin heute hier zahlreich unterstützt von verschiedenen Leuten. Ihr stellt euch einfach selber vor. Erstmal fangen hier von meiner rechten her an. Ja. Oder weniger Weinwerk getrunken, als wenn ich ein Malte von Wein, was auch immer. Ihr merkt schon, ich kann nicht mehr ganz gut reden, weil wir schon verschiedene Sachen probiert haben. Aber ich hab alle eingeladen, eine spezielle Abfüllung hier mal zu probieren. Und zwar einen neunjährigen, wenn ihr, zufälligerweise mag ich halt immer gerne, wenn ihr, neun Jahre, The Darkness von dem unabhängigen Abfüller That Boutique Company. Tja, und falls ihr noch irgendwelche Geräusche hier irgendwo hört, ich weiß nicht, wie mein Mikro dann reagiert. Wie gesagt, wir sind hier nicht ganz allein auf dieser Burg, aber es ist eine schöne Runde, wir haben schon ziemlich viel Spaß. Mal schön, wie der Whisky ankommt. Ja, was haben wir hier für Daten? Wir haben hier auf alle Fälle eine Fassabfüllung mit 58,7%. Diesen Whisky werdet ihr nirgendwo mehr kaufen können. Es gab nur 101 Flaschen. Und ich hatte drei Flaschen noch davon, zwei sind vergeben, eine machen wir jetzt wohl in es gibt ein Video nicht vorher nachher also vermutlich, aber es ist eine schöne Abfüllung und vielleicht findet er zufällig in irgendeinem Shop diese Abfüllung noch. Ein neunjähriger Benriller, gefinisht im Pedro Jimenez. Cask, und zwar mindestens 3 Monate, kannst du leben, ne? Also mindestens mehr als 3 Monate kannst du leben. Unsere Filmfrau, also ist meine Kamera ist heute mal ein bisschen weiter weg, als ich sonst gewohnt bin. Ich kann nichts so nah hinhalten und außerdem sehe ich auch nicht, wie ich aussehe. Herr Becker, kannst du es mal ein bisschen hinhalten? Vielleicht sieht man es die Ecke, wo wir ein bisschen gehen. Schaut gut aus. Alles klar. Ja, Dead Boutique Company, die sind bekannt dafür, verschiedene Abfüllungen zu machen, die normalerweise ziemlich lustige Labels haben. Ich habe vor kurzem den 20-jährigen Tupperware Legit davon probiert. Absolutes Gedicht, natürlich sagen. Diese halbliter Flasche kostet 75 Euro. Das wusstet ihr ein bisschen. Jetzt schnaufen sie schon alle, weil sie vorher nicht. Ja, der ist schon teuer. Da muss man ganz sagen, 1,5 Liter Flasche, 9 Jahre, 50 Euro ist schon heftig. Der muss jetzt liefern. Und dann beurteilen wir jetzt noch nicht mal Ben Rea, sondern wir beurteilen ja eigentlich diese That Boutique Company. Und ja, Leute, deswegen stoßen wir an. Das Lunchen. Mal sehen, was ihr in der Nase entdeckt von Ich bin ja auch nicht. Gemeinsam irgendwelche Whiskys zu probieren und dann besser philosophieren. Das wäre das Schönste, was wir haben. Aber so haben wir im Prinzip. Ja, es gibt auch schöne Sachen, aber es ist einfach schön. Okay, das wird das Beispiel. Simon, jetzt bist du auch gefragt. Und das war und wir. Du bist ja der Nächste an der Kamera, was merkst du? Das war ein schönes Wissen. Die Brauerei komplett übernommen. Das ist auch heftig. Das ist heftig. Den habe ich schon mal gemacht. Nämlich.
auf der Sonnenseite des Lebens. Aber wenn du länger riechst, kommst du in die Ja, wir sind nicht alleine hier, ganz klar. Also, diskutieren, dann wird auch noch geraucht und sowas. Also, das hat alles Einfluss natürlich auf den Genuss, aber wir versuchen unser Weg zu konzentrieren, aber unser Whisky. Brauerei hat nur überlebt, weil sie alle Lenkwegen mit Liebe waren, wie das Fritz-Kühle-Kontakt-Kohle auf der Zeit. Wir hatten dieses Rezept. Aber was jetzt so aus diesem mindestens, da steht ja nur mindestens 3 Monate Finish in diesem Vitro-Feminist, was da rauskommt. Also wir haben ja heute hier die Form Schafenstein, das ist die Distillerie Nine Springs. Wir haben auch verschiedene Fässer gerochen. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt da war, wo wir die Portwein-Fässer gerochen hatten. Die waren ja auch erst im Februar berühmt, jetzt im Mai haben wir verhungert. Wie schnell das Aroma da wirklich in den Whisky übergeht, ist wirklich interessant. Und so merkst du es auch hier. Ne? Also wenn der letzten 3 Monate, kann natürlich das sein, dass er 4-5 Monate drin war, aber schönes Finish in relativ guten Petrochemines-Fässern. Also, und du merkst diese Sherry also richtig gut, oder? Die war schon eine schöne Frau. Ja, ja. Ich frage mich halt immer, wie leer war das, beziehungsweise wie nass war das. Aber gut, liebe Freunde, es gibt immer mittlerweile unter den Whisky-Nerds Diskussionen, trockenbefüllte oder nassbefüllte Fässer. Nassbefüllte Fässer sind also frische Sherry-Fässer, wo zum Beispiel noch 1-2 bis 5 Liter Sherry vielleicht noch im Fass drin ist. Natürlich ganz klar nimmt er da schneller die Farbe an. Aber egal, was es jetzt für ein Fass war, wir wissen es nicht. Malte, sag doch mal deine Meinung. In der Nase, oh, jetzt habe ich auch die Kakao. Genau, ja, okay. Ich finde, wenn man jetzt mal den Alkohol ein bisschen hat wirken lassen und der Kopf das dann rausfiltert, finde ich den doch ein bisschen gelungen. Brauchen wir Zeit. Ja, brauchen wir Zeit. Jetzt entwickelt sich gerade. Wie kann es laufen? Und liebe Freunde, das muss ich auch dazu sagen. Also bei Malte weiß ich jedenfalls, bei euch weiß ich es gar nicht. Malte ist jetzt nicht der große Freund von Ben Ria. Das muss man auch dazu sagen. Und wenn er da etwas Gutes abgewinnt hat, hängt das natürlich mit diesem Abfüller hier zusammen. Wahrscheinlich. Also hat er was Gutes hingekriegt. Bis jetzt ja. Also dann lass doch mal genießen. Möchtest du noch was zur Nase sagen? Du hast jetzt nicht gesagt, was kostet denn hier? Ich würde sagen, es haben schon. Hey! Ja, hallo. Ja, also, war wie der Konsens, dass wir Deutschen eher schlecht berufen. Und das ist eine These, die du aufstellst. Ich habe diesen Konsens wohl nicht so verstanden. Ich glaube, dass der deutsche Whisky. Jetzt meine Kurzfazit. Der Alkohol ist aber sehr gut. Der ist gut. Der ist wirklich. Du hast in der Nase hast du gedacht, oh, kräftig Alkohol. Und jetzt im Geschmack. Also gar nicht so kräftig, wie man es erwartet hat. Ich finde es oder? Das ist super, oder? Kräftig, klar. Aber Malte versucht natürlich hier ein bisschen was Negatives herauszufinden. Ich hab ihn ganz verloren. Ich hab ihn gegen. Er sagt, er ist sogar gut, obwohl er nicht damit gerechnet hat. Also ich will es nochmal in die richtige Bahnen lenken. Eigentlich hat er nichts mit Andrea am Hut. Und trotzdem sagt er, das ist gar nicht so schlecht, wie ich erwartet hätte. Aber böse Unterstellung, lieber in alle Welt. Ihr könnt zurückspulen. Nee. Ich bin da mehr auf Simons Seite. Ich finde, es geht durchaus richtig. Ich würde den Rea
wären? Oder sagt ihr, haben wir nicht da? Haben wir nicht da? Oder wollt ihr euch hier? Wir müssen höchstens unsere Kamerafrau bitten, unsere Kamera. Nee, egal. Ich denke mal, das ist Also wunderschön. Und dunkle rote Früchte sind dunkle, ich weiß nicht, ob. Aber also wenn ich jetzt mal, ich will nicht meckern, was es für mich wahrscheinlich rettet ist, was passiert, man merkt wenn nicht mehr viel, also ob das jetzt mit Rian ist oder mit den Ronner. Komm ganz ehrlich, du schmeckst doch das PX-Fass. Ja, also das ist ein, ich mag den gerne, aber das ist sehr passlos. Also ich gebe dir recht, weil du kannst jetzt hier nicht erkennen, welche Destillerie es ist. Also dieser 9-jährige, wunderschöne, gelagerte Pilzfass, man müsste sagen, ob es jetzt Benriach ist, was ich besonders liebe, ganz klar, oder ob das jetzt irgendeine andere Destillerie ist, wenn die Farbe immer, es wäre ja, schön gefinisht, jedenfalls ein gutes Ergebnis, da habe ich muss ich als oder? Die Destillerie ist jetzt fast egal. Ja, das schmeckt oder? Ja, ist auch gut so. Also, er schmeckt gut, da erkennt man nichts mehr. Und der Masterlauf weiß es. Brennereicharakter ist gar nicht der Fall. Das liegt jetzt im ehemaligen Lafontaine. Hast aber rausgekommen, ich kann es nicht sagen. Aber das macht für mich die Faszination der Viskulatur auf. Und dann noch so ein Touch. Moncholin habe ich dabei. Es hat gut gepasst. Auch wenn du dort arbeitest, keine Ahnung. Aber das ist so. Der hat eine Freundin, der kennt die Schokolade. Ja, okay. Nee, spielt nicht. Nee. Wie gesagt, der Punkt, liebe Freunde, ist ja immer, was du jeweils mal gegessen hast, was du probiert hast, damit kannst du es assoziieren. Er isst halt gerne was Süßeres und sagt, wir essen vielleicht was Herzhaftes, keine Ahnung. Der Punkt ist, damit kann man es assoziieren. Und mit Mangerie. Hab ich im Moment. Also die Burg ist im Prinzip ein leerer Deal gewesen. Ich glaube, den Bürgermeister hat Schlag in Japan. Und der Bums und der Schnapskaline meinst du? Ja, ja. Was ist da mit dem Bums? Ich glaube, ihr merkt, wir haben wirklich Spaß hier, verschiedene Wissens zu probieren. Das wünsche ich euch natürlich zu Hause auch. Und ob ihr jetzt gerade Sommerpause habt und kein Mangerie probieren könnt oder wann ihr auch immer das Video euch anschaut, ich wünsche euch sehr viel Spaß mit irgendeinem wunderschönen PX gelagerten Whisky, wo ihr ähnliche Aromen sicherlich merkt. Und wichtig ist, ich wünsche euch, bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, wenn ihr einschaltet hier beim Whisky. Bis demnächst. Lunge.